Schluck Wasser. Auf jeden Fall. Weiter! Werner M. Weiter! Stefanas Ivanauskas. Weiter! Jan Jansen. Weiter! Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Drive Talk. Drei Gäste, keine Getränke. Ich bin euer Johnny Best, wie immer. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie heute Abend hier sind, verehrter Fritz Werner, dass Sie ihr aus Ihrem Söldnerleben hier berichten. Da möchte ich auch gleich einen heißen Programmtipp loswerden. Heiße Nächte in Aserbaidschan mit Cosma Shiva Hagen, erstmals Eddie Van Halen, Lemmy als Granate und Helge Schneider als Sergeant Dick. Ich soll nicht so viel in die Kamera gucken. Ja. Ich begrüße einen weiteren Gast hier, den Herrn Jan Jansen, praktizierender Psychopath und Fan einer bekannten Horrorfilmfigur, die er auch in vollstem Maße auslebt. Zurzeit ist er dann auch noch tätig als Videokunstprojekt einer bekannten, nicht näher genannten deutschen Filmhochschule, Kunsthochschule. Seine Opfer sind häufig unfreiwillige Personen, die auch sehr selten Spaß daran haben. Ja, und wir sind mal gespannt, was Herr Jansen heute zu der Sendung so beizutragen hat. Heute Abend hier extra aus Litauen angereist, privat bei uns, Stefan Nass Ivanauskas. Schönen Abend, Herr Nauskas, Ivan. Ja, das stimmt, ja. Ah ja, toll, sehr interessant, ja. Gut, dann würde ich jetzt mal vorschlagen, also wie gesagt, stellen Sie sich jetzt selber nochmal vor, ich möchte ja auch keinen benachteiligen, meine Herren. Ja, wie alt sind Sie denn? Ja, schönen guten Abend, verehrtes Publikum hier in Deutschland. Ja, das ist gut, das ist eine Zahl, damit kann ich arbeiten, dann fangen wir mal an. Ene, mene, mu, ab. Bist du, ab bist Kleine du Säger. Noch lange Schönen nicht guten Abend. Und so weiter und Schönen so fort. Ja, fangen Sie mal an, Werner. Hey, Junge, das ist doch alles Kinderkacke. Ja, ich habe so Magenschmerzen. Wir haben sie damals hier in, wie heißt das noch? Sri Lanka da. Da haben wir den Magen weggebombt. Das ist gar nicht lustig. Südamerika, da haben sie mir gleich neu besorgt. Auftraggeber gleich mit, ne? Gute Bezahlung. Und auch gar nicht gleich mitgekriegt. Das ist ein richtig super Service. Ne? Ja, das hat mir keiner von der Regie gesagt, was ist denn los? Johnny, dass da hier auf einmal. Ja, ich bin ja auch nur ein Mensch. Und da habe ich gleich noch eine Frage an Sie, Werner. Fritz, ja. Ja, Fritz Werner, wie sieht's aus? Werte. Ich muss sagen, haben Sie Werte? Was für Werte verteidigen Sie? Zum Beispiel Demokratie, Faschismus, ein leerer Kühlschrank, ein Haus. Was sind das für Sie? Afghanistan runter. Ja, ja. Also gegen die Russen da. Ja, Frau. Ja, das sind ja gar nicht. Hallo, liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Johnny Best. Hallo. Ja, ich freue mich auf euch, dass ihr bald meine hier erscheinende Sendung guckt. Die heißt ja aus den Bergen, die aus den Bergen, ne? Also Sendung. Sendung, die aus den Bergen kommt, in Zivin, Südfrankreich. Meine Stimme, ja. Sendung, die aus den Bergen kommt und heißt. Ich kann mich da auch gar nicht mehr dran erinnern. Das ist eine
Ja, ich weiß, aber es kann nicht mehr. Ich hab total schlechte Erinnerungsvermögen. Ja, verheiratet, ja, da eine Frau hier und so weiter. Man hat dann mal so eine Ansage über seine Anlaufstation, verstehst du, ne? Ja, eine ganz heiße Frage liegt mir noch auf der Zunge, lieber Werner. Deine Sonnenbrille, Ihre Sonnenbrille. Beschreiben Sie mal, wofür steht die? Oh, ey, der Pfohl nervt mich hier mit einem Küchenmesser im Rücken, ey. Mann! Diffamieren, also dass sie... Das ist meine Arbeit. Mach ich hier, du. Und was mir die ganze Zeit schon im Auge beißt... Wie habe ich den Schlachmann eingeladen? Ja, hören Sie mal, Herr Werner, oder was weiß ich. Ja, also wir sind hier nicht im Krisengebiet in Somalia oder so. Wir sind hier, haben hier vernünftige Herren sitzen. Und benehmen Sie sich bitte mal. Also das sind Menschen, also eine Pfeife können Sie sich sonst wohin stecken. Nicht? Da kann ich auch leider nach Hause gehen hier. Gerne, also ich muss Sie jetzt doch bitten, also bleiben Sie wirklich hier, um Gottes Willen. Also das bringt doch gar nichts. Wieso wollen Sie mich jetzt hier alleine lassen? Der Kerl da hinten sagt ja gar nichts und der sagt ja auch nichts. Also bleiben Sie doch. Bitte, liebe Zuschauer. Wollen Sie doch hier behalten, nicht? Der liebe Werner soll da bleiben, dann kann ich mich mit dir gar keinem mehr unterhalten. Ja, ist doch wahr. Jetzt setzen Sie sich doch mal. Ja, Entschuldigung, was gucken Sie mich an? Ich bin genau wie Sie Gast in diese Sendung von Herrn Best. Also ich bitte Sie. Das glaube ich gerne, ja. Ja. Sie hat das auch betroffen, oder? Ja klar, muss auch mal. Ach, muss ja irgendwie auch ein bisschen ertragen, die Situation, ne? Und um das nicht an sich rankommen zu lassen, da wird man dann schnell mal witzig. Das ist klar, ne? Also, ganzen Tag Blut und Gehirn, das verträgt kein normaler Mensch. Ja, Sie sind jetzt mal ruhig. Sie sind überhaupt nicht dran, Herr Werner. Herr Werner. Zu verabschieden und auch zu sagen, dass ich freue mich auf Europa. Ja, interessant. Und ich kann von polizeitechnischer Seite aus sagen, dass unser Land schon gut gerüstet ist für die Europäische Union. Ja, sehr interessant. Das war's leider schon. Tut mir leid. Aber wir müssen jetzt leider Schluss machen. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Und ich hoffe, Sie sind auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt Y-Talk